Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr habt mir ja wieder viele spannende Kommentare auf die letzten Videos geschrieben. Unter anderem, dass es nicht funktioniert, dass sozusagen Planieren funktioniert nicht wirklich, wenn die Areas von zwei Baustellen übereinander lappen. Finde ich ein bisschen blöd, aber ich halte mich daraus, weil ich würde halt denken, Planieren gilt dann für beide Ebenen. Und dann gibt es halt in der Area nur das, was auch für beide freigegeben ist. Mei, ist halt ein kleines Ding, was in dem großen Rad nicht ganz funktioniert, aber es läuft ja trotzdem gut. Also beschwere ich mich nicht wirklich drüber, ich muss es halt erst verstehen. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt wissen wir, was passiert. Gut, die andere Sache war, dass Kompost nicht für, dass man Kompost, wenn man es verkippt, keine Farmen drauf platzieren kann. Ich habe mir das Wiki durchgelesen. Und im Wiki steht, dass sozusagen, wenn man es verkippt, sich Kompost zu Erde umwandelt und man darauf Farmen bauen kann. Also hoffe ich doch, dass das Wiki in dem Fall noch richtig ist, weil genauso kann ich mich daran erinnern von früher, dass man sozusagen Kompost verkippt und dann kann man darauf trotzdem arbeiten. Das war sozusagen dieser Workaround, wenn man keine Erde gespeichert hat. Aber wir werden das alles sehen, denn wir haben natürlich hier auch noch Tonnen an Kompost jetzt stehen und der Kompost, ich kann halt mit dem Kompost relativ wenig sonst gleich machen, ne? Kompost, wenn ich mal guck. Kompost, Verbrauch, genau, verkippen oder ich kann es halt zu Erde umwandeln, wenn ich Gestein habe, aber dafür müsste ich halt einen weiteren Prozess, weitere Transporter organisieren, was halt der Aufwand nicht wert ist für die Erde, die wir schon gesammelt haben. Und das andere ist halt, wir könnten organischen Dünger draus machen, aber wir haben ja schon chemischen Dünger, weil wir eh so viel Masse haben, von daher sehe ich da kein Problem drin. Genau, ich will dazu sagen, wenn ich in den nächsten Wochen ein bisschen energielos wirke, liegt es nicht daran, dass ich keine Lust habe oder irgendwas, sondern dass ich aktuell eine Diät mache. Eine Diät, wo ich 800 Kalorien pro Tag essen darf. Das dauert jetzt bei mir 6 Wochen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Also wenn ihr mal denkt, der Typ ist aber komisch, der ist irgendwie so energielos. Ich will weiter Videos machen, bloß mit 800 Kalorien, stellt immer vor, was man da macht, wenn ich, ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich normalerweise, oder wie viel sollte ich normalerweise brauchen, um die 1800 oder sowas. Also über die Hälfte von dem, was der Körper grundsätzlich pro Tag bräuchte, nehme ich jetzt zu mir. Das ist aufgrund einer Spezialdiät mit Krankenhaus involviert. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, wie es läuft. Ich bin gespannt aufs Endresultat. Ich werde euch berichten. Aber wir werden das auf jeden Fall sehen. So, Leute, verkippt ihr auch noch? Warte mal, wen habe ich jetzt wohin gekippt? Warte mal. Ihr kippt nur noch hier unten. So, schau mal. Wenn ich jetzt also der Area hier sage, Bereich anpassen. Und ihr kriegt die Area zugewiesen. Dann müssten wir rein theoretisch sehen, dass das da unten reinfällt. Oder? Schau mal. Leute, ihr könnt direkt hier verkippen. Oder muss ich euch dann wieder die Dinge weggeben? Bitte, bitte weg. Aber stopp. Ich habe hier keinen Planierauftrag gegeben. Ich habe hier nur einen. Bitte, bitte einfach verkippen. Bitte, 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 bitte. So, du bist gleich voll. Was machst denn du? Okay, ich muss euch vielleicht die Punkte hier wegnehmen. Und was verkippt werden kann. Okay, dann geben wir euch eine Expo-Tote 4 für. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Genau, wir haben hier jetzt auch schon Kompost drin. Und der Kompost, wie gesagt, kann ja laut Wiki einfach verkippt werden und daraus kommt Erde. Das werden wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Was passiert denn hier? Ach, die kippen die Kante. Genau, die kippen die Kante nur. Ah, schauen, jetzt verkippen sie es. Jetzt geht's. Cool. Der fährt jetzt hier hin und dann müsste der genau wieder hinfahren. So wollten wir das. Jetzt funktioniert es. Super. Also es ist echt, wenn Areas übergreifend sind von Baugebäuden oder Grabegebäuden, Minengebäuden, dass wir nicht verkippen können. Das ist weird.
Aber es hat doch auch ein sozusagen Reihenfolgensystem. Bedeutet, wenn ich sage Exportroute du selber. Nee, das geht nicht, schade. Gut, aber wir kippen hier weiter schön auf. Was natürlich super für uns ist. Das Lager füllt sich auch wieder gut. Ich sehe bloß, ne, obwohl. Schau an, jetzt geht hier unten sozusagen zu wenig mal zur Abwechslung. Das finde ich gerade auch sehr erstaunlich. Ich gucke gerade nochmal wieder. Ich muss jedes Mal so ein bisschen die Anlage durchschauen, weil nach einer Woche ist ja natürlich auch wieder für mich Zeit vergangen. Ich bin teilweise überlegen, ob ich sozusagen 2 Wochen im Stück von einer Serie aufnehme, einfach damit ich mehr im Flow drin bleibe und ihr nicht solche Interruptions habt, wo ich am Anfang immer wieder überlegen muss, was ich machen will. Gut, wir haben wieder Tonnen hier auf Lager von Dünger 2. Das ist natürlich auch eine Sache. Genau, ich wollte aber Brenngas verarbeiten heute und dadurch, dass die Area hier jetzt ready ist to go sozusagen, werde ich auch mal kurz hier die Areas dann befreien, die nicht mehr zu bearbeiten sind. Einfach damit ich ein bisschen mehr Überblick behalte. Weil es doch teilweise ganz schön verwirrend ist. So. Gut, das sind die Areas, die ich mir schon freigebe. Gut. Dann haben wir jetzt hier volle Brenngastanks. Genau. Und jetzt gehen wir mal auf Brenngas. Jetzt arbeiten wir direkt mal damit weiter, weil wir wollen ja mit Brenngas gleich weitermachen hier. Gut, also Brenngas, wie konnte ich dich zu Helium machen? Wo war's? Ich dachte, genau, hier unten. Mit Dampf. Bedeutet, ich brauche Wasser. Wenn ich hier mir einen kleinen Dampfkessel produziere, mit dem ich, weil ich brauche hier nur 3 Dampfmittel. Rein theoretisch relativ easy. Rein theoretisch. Ich bin gerade beim Überlegen. Ah, nee, warte mal. Ich wollte gerade sagen, ich muss noch überlegen, wie ich mir die Kohle ranhole oder ob ich es elektrisch mache. Ich habe Brenngas vor Ort. Warum sollte ich mich drum kümmern? Gut. Bedeutet, wir brauchen nur Wasser. Das lassen wir uns anliefern, denke ich mal. Wir müssen für den ganzen Prozess auf jeden Fall eine Kohlendioxidproduktionsanlage oder Ablieferungsanlage auch bauen, weil, wenn ich mich nicht erinnere. Wir könnten wahrscheinlich einen Gasinjektor verwenden, aber der schafft nur 72 die Minute und braucht mehr Wasser. Nicht so ideal. Weißt du, wir machen es relativ easy. Hier kommt ein Wassertank hin. Gut. Dann brauchen wir als erstes... Warte, dich definieren wir gleich als Wassertank. Wasser... Der muss soweit gefüllt sein. Und ich setze daneben... Ich weiß gar nicht, kriegen wir Dampf? Doch, wir kriegen eigentlich wieder Dampf raus. Warte mal. Ich bin schon wieder verwirrt. So, warte mal, Heizkessel hier. Hier kann ich doch... Nee, warte mal. Gas, hier, Gas. Kriege ich Dampfhochdruck raus? Genau. Und den Dampf brauche ich dann in der... Oh Gott, das will mein Hirn. Ich will das mit Brenngas, genau, und Dampf. Krieg ich keins raus. Okay, bedeutet, ich brauche immer frisches Wasser. Aber bedeutet auch, ich kann hier einfach einen Heizkessel hinsetzen. Machen wir doch fürs Erste einfach mal 2. Die direkt gespeist werden. Und du gehst mit einer Rohrleitung 3. Genau, und dasselbe Prinzip machen wir hier. Fürs Erste werden beide noch mit Schornsteinen versorgt. Plan wäre ja, dass wir das sozusagen dann auch in der Anlage speziell dafür liefern. Dann kriegen wir hier hinten unseren Dampf raus. Da machen wir einen Ding rein. Wo ist er denn? Einen Kollegen. So. Das konsolidiert das dann. Perfekt. Und jetzt, halt, glaube ich, war das dann in der Chemiefabrik. Oder nee, wann auch war das?
Ich muss jetzt selber nochmal nachschauen, weil ich bin echt zu blöd, mir das zu merken. Das ist echt nicht gut. Ah, eine Wasserstoffreformer. Da drin war das. Jetzt würde ich gerne schauen, wie wir das relativ easy mehrfach aufsteigen können. Wir brauchen dich. Bedeutet, Dampf kommt hier raus, CO2 da hinten. Fürs erste CO2, wie gesagt, kriegt von mir hier, wo ist es denn, einen Schornstein. Genau, und Wasserstoff wird dann separat gelagert in Lagertanks. Das ist ja absolut kein Problem. Hier vorne kommt dann sozusagen immer das Brenngas rein. Und der Dampf. So. Dampf könnte ich wahrscheinlich über eine Leitung einfach laufen lassen, weil da sind nicht die Massen, die ich brauche. Das andere würde ich mit fetten Leitungen und Verteilern jeweils auf zwei aufteilen, die links-rechts laufen. Dafür würde ich dann aber auch dich kopieren, flippen, rotate. So. Dann schneiden wir dich einmal kurz aus. Weil die Sache ist, ich bräuchte für das Ganze natürlich relativ viel Fläche. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wie ich mir das circa vorstelle, brauchen wir hier einen Rohrausgleicher und dann immer eine Dreierleitung rein. Dann kopiere ich mir das Ganze auf die andere Seite, rotate das und stecke das an. Oder das wäre sozusagen ein Stück der Anlage. Außen dann dasselbe Prinzip. Genau. Das einmal kopieren, einfach weil ich faul bin. Rotaten. Und so wird es dann einfach immer von Anlage zu Anlage gesteckt. Die einzige Sache, die noch fehlt, ist dann sozusagen hier der Anschluss. Nope, so wollte ich das nicht. Bitte nochmal wechseln. Nein, machen wir die ganze Röhre nochmal neu. So. Dadurch, dass wir ja sozusagen von einer Seite außen beginnen, jetzt geht es ja überlappend. Silber nochmal hier. Genau. Ah, fuck. Zu nahe an einem anderen Verbinder. Aber warte mal, ich hätte noch eine Idee. Macht trotzdem alles weg, einfach weil es besser ist. So. Dann habe ich ein bisschen mehr Überblick vielleicht sogar. Wenn ich das so platziere. Und dann sozusagen am Ende wird das an den Anschluss von den Dingern angeschlossen. Hier kommt das Ganze rein. Ich tue euch auch mal. Ich muss sie da noch flippen. Ihr seid jetzt falsch herum da dran. Dasselbe rein theoretisch hier. Ich hätte es kopieren können, das wäre gleich einfacher gewesen. Aber so stelle ich mir das fürs Erste auf jeden Fall vor. Relativ easy und einfach. Modular gebaut. Meine Wasserstoffanlage. Easy, simple. Ich schneide die mir mal kurz nochmal aus. Setze die ein bisschen weiter rüber und kopiere mir die dann nochmal. Da das erste Modul ist, überlege ich, wie ich es am schlausten hinstelle.
ob ich so durchlaufe und dann auf der Seite die Tanks anbringe, dass ich sage, ich kann irgendwo zwischendurch mit zwei Ausgängen auf die andere Seite laufen und in Tanks rein. Oder ich sage, so tief wird das nicht, weil ich habe dann halt die Gefahr, dass ich so weit vorlaufe, aber habe halt hier noch die Fläche für andere Projekte. Ich glaube, das ist eigentlich schon schlauer, ne? Und dann kann ich die Tanks hier auf der Seite machen, vielleicht auch dann für zukünftige Wasserstofftankanlagen, die entstehen sollen. So, gut, dadurch, dass das das erste Modul ist, brauchen wir hier die Dinger nicht. Rein theoretisch euch auch nicht, weil ihr als erstes so lauft. Damit schaut es dann ordentlich aus, dann schaut es nicht so extrem modular aus. Nein, kann man es bitte nochmal entfernen, Dankeschön. Gut, dann schaut es eigentlich noch gleich ein bisschen professioneller aus. Wir nehmen zwei Anschlüsse, die direkt hier ranführen. So. Perfekt. Das wäre dann sozusagen dieser Beginn der Wasserstoffanlage. Weißt du was? Das bauen wir auch direkt. Instant Building und so. Insta Build. Und ich tue das hier in meine Season 2 Blaupausen rein kopieren. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das hier ist Wasserstoff Module 1. Und jetzt sagt das platzieren. Ja, schauen, wie schick das ausschaut. Alles da. Dann kann ich das hier löschen. Und habe das nicht mehr bei mir offen rumstehen. So, kann mir jetzt jemand Wasser liefern, bitte? Ein bisschen pronto. Irgendwo ein Wassertanker, der unterwegs ist, bitte dafür. Wäre eine sehr schöne Sache. Ich will jetzt hier nicht nur eine Wasserproduktionsanlage hinsetzen, ehrlich gesagt. Da kommen wir überhaupt noch an den Kompost ran. Das könnte ein anderes Problem sein, dass ich da gar nicht mehr hinkomme. Na, schauen wir, wie schick die das hier verkippen können. Wir machen die ganze Area wieder frei. So, das ist deren Auftrag. Keine Ladung hier aufnehmen. So bedeutet, jetzt schauen wir uns das mal an. Wasser kommt hier rein. Dampf wird hier angeliefert. Die Kollegen produzieren und dann sollte ich hier rein theoretisch Tonnen an Wasserstoff erhalten. Und dann machen wir die ersten Wasserstofflagertanks direkt hier hin. Ich lasse hier trotzdem zwei Abstand. Und kopiere eventuell doch. Warte mal. Wie weit muss ich das machen? Wasserstoff Modul 1. Das ganze Zeug in der Mitte kann gerne wieder weg. Ich brauche nur die Anlagen hier außen.
um fürs Erste sozusagen die Wasserstoffablieferung zu machen. Das heißt, wir kopieren dich gleich auch nochmal. Und auch mit Instabuild. So. Dann sollten die Tanks sich jetzt dann gleich hier befüllen können. Und das ganze Brenngas sollte in Masse abgearbeitet werden. Schauen wir, wie viel Wasserstoff wir hier rauskriegen. Easy! Das wird eine richtig gute Anlage, sage ich euch. Das wird eine richtig gute Anlage. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sozusagen mit der Masse, die wir hier verbrauchen, das sind ja 36, macht 72, macht 140, 144, die wir hier verarbeiten an Brenngaspromenade. Das sollte an die Masse hier locker rankommen, die wir hier haben. Natürlich hapert es da wieder an der Gesundheit, weil wir natürlich sehr viel an dem Zeug auch verarbeiten müssen. Und hier kommt ja immerhin 36 Kohlenstoff raus. Das ist schon übel. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch nicht alles in Graphit umwandeln. Ich habe jetzt schon so ein riesen Graphitlager. Vorteil ist natürlich, ihr braucht wesentlich weniger Abgase, weil wenn ich mir das anschaue hier, das waren ja 36 auch, hier sind es nur noch 12, bedeutet, wenn ich alle migriere, so ist gleich die Anlage da hinten gerade nicht so schlimm, aber es ist halt trotzdem nicht ordentlich. Aber wiederum auf andererseits haben wir jetzt hier die erste Wasserstofftankstelle gleich mal stehen. Vielleicht können wir dann nächstes Mal da mehr dran machen. Okay, ein Reaktor 2, nice. Achso, nee, den hatte ich ja schon die ganze Zeit. Also das Silizium Wafer wieder. Nee, ich brauche eigentlich. Wo war denn das? Das ist dann hier unter Fahrzeug, oder? Wasserstofftankstelle, genau. Ich hätte hier gerne die erste Wasserstofftankstelle der Gegend. Und somit das erste Mal umweltverträgliche Fahrzeuge. Wir nennen es nicht umweltfreundlich, wir nennen es verträglich. Einfach, weil es nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, dass das umweltfreundlich ist. Immer. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel wir jetzt schon auf Tank haben. Aber wir kriegen natürlich auch Massen wieder rein. Das dauert halt einfach alles wieder. Vielleicht liefern wir den Kompost dann auch darüber. Können noch mal ein bisschen umbauen. Von der Fläche her. Ah, das werden wir uns dann noch anschauen. Die Kollegen scheinen ja gerade nicht ganz zu, oder doch, die arbeiten. Die Sache ist eher, kommen wir der ganzen Anlage hinterher, weil hier ist natürlich jetzt auch massiv viel gelagert noch. Wisst ihr was? Ihr kriegt wieder den Auftrag hier reinkippen und ihr kriegt eine Flächenaufgabe, dann könnt ihr euch ja nicht vor Panik einflendern. Aber schauen wir, wie schön wir hier Fläche schaffen. Das ist wunderbar. Wunderbar, sage ich dazu. Naja, jetzt gehen die Brenngastanks ja auch leer. Bedeutet, wir werden hier zwar wahrscheinlich relativ viel Wasserstoff produzieren, aber trotzdem natürlich nicht extreme Massen. Also klar, das ist jetzt schon viel Wasserstoff, wenn ich mir anschaue zum anderen Gerät, was wir da hatten. Der Elektrolyser, der Zweier, hat hier... Wenn man es mit Ammoniak macht, ja, kriegt man 96 raus. Mit Wasser kriegt man 12 raus. Und es kostet wesentlich mehr Strom wie die Dinger hier. Also wir sind hier jetzt schon effizienter unterwegs. Was mich interessieren würde, gibt es irgendwas, was mehr wie 7,5 gibt? Ne, 7,5 ist ja auch Masse. Also 7,5, das ist die Produktion, die du haben möchtest, um sowas zu leisten. Ich bin natürlich jetzt gespannt, wie das hier läuft, weil jetzt natürlich liefert der nach. Wir produzieren jetzt nicht die Masse wahrscheinlich, die man sich erhofft hätte. In dem Fall, aber das wird sich hoffentlich alles noch ändern.
Sonst baue ich jetzt ja noch eine Anlage dazu und dann gehen wir auf wirklich viel Masse langsam. Die Kollegen verkippen hier fein, das ist natürlich schön zu sehen. Wie läuft es mit dem hier hinten? Ja, müsste ich vielleicht mal Kabel vorlegen. Dann sind die auch direkt beim Verkabelungstrupp hin. Schau an, hier ist auch schon mittlerweile richtig schön ausgehoben. Wie schaut es denn bei meinem Großprojekt aus? Ja, dauert noch. Also ich glaube, es wird ein bisschen dauern, und bis wir dann natürlich die Front schön ausgearbeitet haben, wo wir halt die Anlieferung haben, wo es dann in Produktionsstätte umgeht, das ist natürlich alles nochmal ein bisschen Aufwand für die Zeit. Aber sobald das dann fertig ist, sollten wir sehr gut dabei sein. Ne, aber die arbeiten auch. Ich glaube bloß, dass dann die Zwischentanks irgendwann wieder voll werden, weil jetzt gleich wird der gerade wieder voll. Genau. Ich müsste Kabel nach da vorne legen. Fürs Erste. So, schauen wir. Wir machen jetzt hier. Ein Schüttgutlager hin. Und in weiser Voraussicht bauen wir die bestimmten Sachen erstmal vor, die wir brauchen. Und zwar ein Kabeltrench. Ja, ich nehme jetzt hier einen großen, einfach weil ich es kann. Wie? Geht nicht. Willst du mir jetzt sagen, ich habe keinen Beton mehr? Betonplatten 0. Was ist jetzt los? Was habe ich verpasst? Also gerade geht Eisen aus. Ist einfach die Eisenmine gerade wieder leer, scheint so. Also wir verarbeiten so viel Eisen, das ist echt brutal. So, schauen wir, geben euch jetzt... So, okay, und dann... Also fürs Erste nochmal hier ein bisschen vorgraben, ne? Das ist ja vollkommen klar, glaube ich. Dann hier reingraben. Und die Seite noch ein bisschen ausnehmen. Und dann vielleicht auch... Oh, warte mal. Hier ist ein Fehler unterlaufen. So, okay. Gut, das sollte doch dann ganz gut ausschauen. Weil ich immer noch ein bisschen nach vorne. Und hier können wir natürlich jetzt noch ein bisschen mehr reingraben. So, dann habt ihr wieder Aufgaben. Bloß warum, was ist mit meinem Beton? Wo war mein Betonlager? Hier. Das ist boom leer, weil das hier nie angeschlossen wurde. Wait, what? Also ich brauche gerade sehr viel Beton für neue Flächen hier. Okay, das sollte sich dann aber bald erledigen. Die andere Sache ist, warum habe ich nie mein Betonlager angeschlossen, das ich hier habe? Ach, Leuten. Ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich den Beton wieder nach hinten kriege. Kann ich ein flaches Zweierförderband? Wie war das? F ist wurscht.
Gott, dann machen wir die zwei fertig dann. Ah ne, vielleicht sollte ich den Anschluss ein bisschen anders gestalten. Entschuldigung. Flaches Förderband 2. Aber fehlt der Anlage was? Oder warum ist die so schlabber? Schlabbermäßig unterwegs? Ich glaub's nicht mal. Ich glaube, die ist einfach nur langsam gerade. Ja, jetzt wird es wieder Stück für Stück was. So, jetzt halt, du brauchst halt Beton eigentlich so gut wie nie, außer dann, wenn du halt es wirklich benötigst. Und wenn ich mir das so anschaue, haben wir gar keine weitere Betonabgabe, kann das sein? Können wir natürlich gleich nie wieder Beton gebraucht. Das ist rein theoretisch nur ein Bauobjekt. Und die sind halt mittlerweile echt flott dran, die Kollegen hier. Oder die arbeiten sich halt hier durch, um die Ressourcen zu machen. Aber ich glaube, wir sind auch fast... Rot fehlt noch ein bisschen, aber ansonsten... sind alle Tanks voll. Also die müssen nur noch Rot voll kriegen. Das ist halt die Sache, wenn Beton immer fehlt. Ich achte mal hier drauf, ob hier irgendwas zwischendurch fehlt. Dass der nicht im Dauerrhythmus schön durchläuft. Nee, schaut aber echt gut aus. Schaut grundsätzlich sehr, sehr gut aus. Also ich sehe da keine Probleme in dem Fall. Wie gesagt, ich glaube, es dauert einfach ein bisschen, bis das wieder voll ist. Aber wir kriegen jetzt eh wieder ein bisschen Beton immer auf die Seite, ne? Perfekt. Das bedeutet, ich kann den Überweg hier fertig machen. Dann gehen wir hier auf schnell liefern. Und machen hier ein U-förmiges Upgrade. So. Na, ups. Dann können wir den da oben nicht wieder entschärfen anfangen. Sollten damit wesentlich besser arbeiten können. So, Anlieferung. So, alles mal weg da. Und rote Rohrleitung einfach hier dran und ich hier dran. Du wirst reduziert auf 3. Du wirst erhöht auf 3. Nur zugewiesene Fahrzeuge und ihr macht einen Export nach hier. Und somit sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Moinsen, bist wieder da. Schaut sie aus, ja, der Schlamm wird halt langsam echt voll. Also der Kompost, der Schlamm ist immer voll irgendwie noch. Also ich glaube, da brauchen wir nochmal eine zweite Anlage dann für. Wir werden für den Kompost hier oben noch ein Verkippungslager aufsetzen.
So. Bist du auf Lehren? Nee, du bist gar nicht auf Lehren. Huh. Habe ich dich gar nicht auf Lehren gesetzt, hä, huh, mein Freund? Also schon mal, wir müssen nicht lernen. Also wir wissen immer schon, dass das Ding ganz leer ist. So, die lernen jetzt hier noch den Rest raus. Und hier geben wir jetzt offiziell den Auftrag, bis hier hinten alles abzugraben. Hier vorne ist wirklich nur Abgraben angesagt. Somit sollten wir dann hoffentlich ein bisschen mehr rauskriegen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ihr seht schon, wir haben sehr viel Wasserstoff mittlerweile auf Lager. Und unser Brenngaslager ist nur halb leer. Wir werden wahrscheinlich die Anlage nochmal ein bisschen vergrößern müssen für die nächsten Aufgaben. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.